Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Fallout 4 mit Paxis. Wir hören hier Raider. Das ist die Frage, sind die auf der Ebene, wo ich bin? Sind die unter mir? Sind die über mir? Das wird sicher lustig. Oh, fuck! Ich hab Psycho, aber... Fuck. Müssen wir natürlich taktisch schlau vorgehen, aber ich könnte ja einfach mal richtig schlau sein. Weil die hat keine krasse Waffe, wie es aussieht. Scheiße! Nein! Fuck! Ich kann mich nicht verstecken. Schieß! Oh nein, oder? Ich hatte doch quasi down. Was war denn das? Ein Headshot. Meine Energie war ja fast voll. Zum Glück habe ich gespeichert. Aber ist machbar. Ist auf jeden Fall machbar, der Gegner. Vielleicht sollte man versuchen, eine Granate zu werfen. Aber ist halt ziemlich eng hier oben. Und da schmeiße ich lieber einen Molotow-Cocktail. Ich weiß auch nicht so richtig, was besser ist. Naja... Hier. Ich glaube, ich habe nicht getroffen. Hä? Meine Granaten sind alle... Was? Granaten können doch nicht alle sein. Habe ich echt keine Granaten mehr? Nehmen wir halt doch mal das auf. Viel Energie. Oh Gott, die machen so wenig Schaden, aber die trifft uns gerade nicht, deswegen ist es ganz geil. Fuck. Ach, ist auch schon alle, der macht nichts. Das wiegt halt. Was? Was bringt uns denn hier um, bitteschön? Das ist doch irgendein Bug, oder ist das jetzt hier... Hä? Immer wenn das Ding fast tot ist, sterbe ich. Das muss doch, das ist doch kein Zufall, oder? Bin ich doof? Also ist es... Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Wo hier gerade das Problem liegt. Oh, nicht reingeworfen. Fuck. Na, diesmal hat's geklappt. Jetzt speichern wir erstmal noch schnell. Ich weiß nicht, was da los war. Irgend so ein Todesmove von dem Ding halt, dass sie... Sorry, Spike, dass ich dich opfern musste, aber du überlebst ja zum Glück alles. Ja, irgendein Todesmove, dass sie kurz vorm Ende nochmal einen dicken, fetten Schuss rausballert und der hat mich sonst nochmal getroffen und diesmal halt nicht. Anders kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, was hier los ist oder was hier passiert ist. Hat uns echt kein einziges Mal getroffen. Raider Power Helm. Kurz Jagdgewehr. Steht aber nicht da, dass es besser wäre als meins, oder? Da steht das sonst immer da. Da ist dann immer so ein Plus zu sehen. Jagdgewehr. Feuerrate. Schlecht. Reichweite ganz gut. Ist aber eher aus wie so eine Schrotflinte oder sowas. 308er Munition, 37 Schaden, 71. Will ich mir mal angucken, aber ich glaube nicht, dass das was ist für uns, ehrlich gesagt. Mensch, Stachelrüstung. Das ist eine Stachelrüstung. Okay. So, lass mich mal kurz... Moment, nee, warte mal. Mach die Stachelrüstung... Schadensresistenz 10. Das ist besser als das, als das andere bisher. Aber das sieht irgendwie komisch aus und ich traue der Sache nicht. Nein, nehmen wir nicht. Okay, jetzt schauen wir uns noch mal kurz die...
dieses Jagdgewehr an. Kurzes Jagdgewehr. 5 Schuss. Nee, das scheint mir dumm, das Gewehr. Das brauchen wir nicht. Ist viel zu schwer, um das mitzuschleppen. Ich werd verrückt, ich schwör's. Ja, es sind aber echt noch mehr Raider, merke ich gerade. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber wahrscheinlich ist da besser, wenn wir auf eines unserer Maschinengewehre wechseln. Ich kann mir auch gar nicht in Ruhe hier umgucken. Waffenbank, herstellen, Transfer. Ja komm, wir bringen erstmal die Monster um und dann können wir uns endlich mal angucken, ob wir was Cooles herstellen können. Die Monster, sage ich schon, die Raider. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt nicht zu sehen... Ah. So, wenn jetzt mit einem Headshot hier nicht die Mega-Schaden verursache, weiß ich auch nicht. Nein, nicht weggehen, nein. Ich will nur, dass du wieder ruhig stehen bleibst, damit ich dich leichter treffen kann. Oh fuck, jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Ach, hätte ich nur direkt geschossen. Jetzt hier wird sie vom Schild geschützt. Gehen wir mal darüber. Ist sie direkt im toten Winkel oder was? Meine Herren. Ich will aber jetzt auch nicht noch weiter runterspringen, weil dann komme ich nicht mehr zurück. Hier komme ich jetzt wenigstens wieder aufs Haus, wenn ich will. Ich würde mal behaupten, es waren mindestens noch 2. Ist halt nur die Frage, wo. Ich glaube, wir brauchen uns erstmal nicht verstecken. Die Leute bestimmt Patrouille, müssen die nicht irgendwann wiederkommen oder ist die Patrouille so ewig lang? Scheint auf jeden Fall weiter weg zu sein. Also ich glaube nicht, dass jetzt mir welche in den Rücken fallen, wenn ich hier erstmal kurz zur Werkbank gehe. So, was können wir denn jetzt hier machen? Verwerten, modifizieren, umbenennen. Ach, umbenennen können wir es auch, das ist ja cool. Modifizieren. Also meine normale Pistole, die scheine ich ja im Moment noch am meisten zu benutzen, die würde ich ja gerne modifizieren. Die hier, genau, modifizieren eh. Kalibrierter Verschluss, verfügbare Mods, leichter, schwerer, kalibrierter, kurzer Lauf, verlängerter Lauf. Macht wahrscheinlich eine höhere Präzision, aber ich will halt vor allem, dass es mehr Schaden macht. Standardgriff, Komfortgriff, Standardmagazin, da können wir nichts anderes machen. Leuchtvisier, Reflexvisier, Reflexvisier, Kreis, keine Ahnung, was der Unterschied ist. Keine Mündungsbremse, verfügbare Mods haben wir keine. Na, wir schauen uns das mal an, modifizieren, so, Standardverschluss. Wir haben einen kalibrierten. Standardverschluss macht das Gewicht höher und alles andere schlechter. Leichter Verschluss macht den Schaden geringer, das ist scheiße. Also alles andere ist mir erstmal bums, ich will nur Schaden erhöhen. Schwerer Verschluss, dadurch wird sie viel, viel schwerer, wie es aussieht. Aber, und macht einen Schaden mehr, lohnt also eigentlich nicht. Gehärteter Verschluss. Gewicht wird nur leicht höher, Präzision nimmt ab, aber das ist mir egal. Wert wird höher. Und sie macht 4 mehr Schaden. Das nehmen wir. Was brauchen wir dafür? Kleber, Schraube, Stahl, Zahnrad, Öl. Ich glaube, rechts ist, was wir brauchen und links, was wir haben. Also haben wir durch Zufall schon mehr oder weniger das Richtige genommen. Wir gucken mal weiter. Automatikverschluss erhöht die Feuerrate. Verbesserte Feuerrate, unterlegene Schaden, unterlegene Reichweite. Erhöhter Schaden durch kritische Treffer. Erhöhter Schaden. Verbesserte Feuerrate unterlegen. Ich bin gerade mir nicht sicher. Automatikverschluss. Heißt das, dass sie dann wirklich macht, also maschinenpistolenmäßig schießen kann? Wahrscheinlich schon, aber dann sind ja auch... Also sie macht dann weniger Schaden und wir brauchen dann halt logischerweise mehr Munition. Also ich glaube, ich würde dann eher auf den gehärteten Verschluss gehen und alles weitere unten können wir ja nicht benutzen. Also nehmen wir jetzt gehärteter Verschluss. Stahl, Tischventilator. Stahl, Schraube, Zahnrad, benutzt du... Ölkanister, Seife. Anfertigen, ja, ist mir egal, was er dafür nimmt. Okay. Jetzt haben wir also einen gehärteten Verschluss dran und machen dadurch mehr Schaden. Sehr nice. Kurzer Lauf, da können wir nur langer Lauf machen. Erhöht die Reichweite, Wert wird besser und der Gewicht wird höher, aber ist mir eigentlich egal. Das klingt gut, nehmen wir. Vielleicht sollte ich jetzt doch wieder mehr Müll einsammeln, weil das scheint ja doch geil zu sein. Längerer Lauf.
Komfortgriff, Standardgriff. Macht einfach nur schlechter, also Komfortgriff macht's besser, auf jeden Fall. Scharfschützengriff. Und warum kann ich das nicht machen? Benötigter Rang 1, Waffenfreak. Ah, okay, dann sollten wir beim nächsten Mal Waffenfreak lernen. Alles klar, alles klar. Vielen Dank für diese Information. Standardmagazin, da können wir leider auch kein größeres nehmen. So, Leuchtvisier. Standardvisier macht alles schlechter. Reflexvisier macht Präzision. Macht Präzision noch besser. Gewicht wird wieder schlechter. Wert steigt. Reflexvisier Kreis. Was ist der Unterschied? Also das macht einfach nur einen Unterschied. Erhöhter Fokus und erhöhte Präzision durch das Visier. Macht wahrscheinlich einen Unterschied, was wir jetzt sehen, wenn wir damit zielen. Also das eine wird ein Kreis sein und das andere, ich weiß es nicht. Also ich will eigentlich einen Punkt haben. Ich habe keine Ahnung. Es macht ja beides das Gleiche. Deswegen... Oh, ich nehme jetzt mal Kreis und hoffe, dass ich jetzt damit keinen Fehler mache. So. Und mehr können wir eh nicht machen. Ja, dann benennen wir die jetzt auch um, wenn wir da uns schon die Mühe gegeben haben. Ich will die umbenennen. Ach, da oben steht's ja. So, wir nennen die um in... Na, Moment, Moment. Ich habe eine Idee. Ich will erstmal... Ich will erstmal... gucken, wie das jetzt aussieht. So. Ah, mit einem Punkt und einem Kreis. Jetzt würde ich natürlich gerne mal wissen, wie das aussieht, wenn ich das andere genommen hätte. Ob dann nur der Punkt da gewesen wäre. Wenn nur der Punkt da gewesen wäre, hätte ich lieber die andere gehabt. Aber das ist auch okay. Was zum Teufel war das? Einen Schuss mal für den Spaß. Jetzt habe ich jemanden aufgeschreckt. Das war vielleicht nicht so schlau. Speichere trotzdem mal. So, da können wir endlich mal anständig zielen, wenn wir hier durch das Ding gucken. Oder aber auch Zeit. Die ganze Aufregung wegen nichts. So, und jetzt weiß ich auch, wie ich die nennen kann. Nennen wir um in... Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. In... Ach, irgendwas Cooles. In... Oh, los jetzt! Ich will meine Zeit nicht damit verschwenden, mir einen Namen auszudenken. Lass dir was einfallen, Idiot! Also, ich rede gerade mit mir selber. Wie nenne ich denn die? Ich will irgendwas, was halt widerspiegelt, was es ist, aber halt auch geil klingt. Das heißt... Praxis... Nee, das wird dumm. Präzisions... Ach, ich hab was. Praxis, kleiner Liebling. So, dass man weiß, alles klar, das hat er immer am Mann, immer dabei. Damit ist er aufgewachsen, seine erste Waffe. So ungefähr. Und dann haben wir dem Herz dahinter, wie süß. Praxis, kleiner Liebling. Ja, das können wir so lassen. So, die Minigun, die werden wir nicht verändern, weil ich gar nicht weiß, ob wir da jetzt noch relativ schnell neue Munition finden werden. Impro-Repetierergewehr, das mache ich eigentlich auch Bums. Ich würde sagen, wir machen mal noch... Impro-Scharfschützengewehr. Genau, das Ding. Mal gucken, was wir da machen können. Aha. Ich habe jetzt natürlich auch Haufen Zeugs verwendet. Es kann also sein, dass ich... einfach mal wieder Müll braucht. Der hier nicht rumliegt. Ach ja, die stimmt, die Kanne kann man nicht mitnehmen. Alles einsammeln, alles einsammeln. Scheiße, was war das? Okay, ich glaube, das bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt sinnlos Sachen einsammle, weil ich dann eh nicht weiß, ob das dazu gehört. Ich gucke jetzt einfach mal, was ich davon jetzt noch herstellen kann und was nicht. Und dann schaue ich mal, was die noch so brauchen. Und dann, ja. So, kann ich jetzt diesen... Ja, genau. Mir fehlen nämlich hier Zutaten. Ich wusste es. Schraube.
Das Jet würde ich nervös machen. Markierung für Suche. Standardverschluss. Leichter Verschluss. Schwerer Verschluss. Die macht halt so wenig Schaden. Gehärteter Verschluss. Also die... Ich wäre halt einfach... Ich denke halt, ich wäre ja einfach... Keine Ahnung. Die einfach nicht weiter groß verwenden in Zukunft, weil das lohnt ja überhaupt nicht. Dafür, dass die einmal nur schießt, die macht so wenig Schaden hier. Und mächtiger Verschluss, den ich noch nicht mal herstellen könnte, macht jetzt wieder 19 Schaden machen. Aber es ist echt sinnlos. Also ich glaube, in die pumpe ich einfach gar nichts rein. Ja. Nö. Kann ich auch Sachen wieder abmachen? Das große Bajonett zum Beispiel. Kein Mündungsbremse. Dafür wird nämlich die Reichweite höher und das Gewicht wird kleiner. Und ich brauche nämlich die scheiß große Bajonett gar nicht. Das ist nur schwerer, etc. Bauen wir zurück. So. Standardvisier, Leuchtvisier, Kurzreichweiten, Zielfernrohr. Ja, der Rest ist eigentlich alles scheißegal. Weil ich hier nichts weiter reinpumpen möchte. Okay, die können wir also vergessen. Automatisches Impro-Gewehr, das ist ziemlich cool, was halt schnell schießt. Das können wir eigentlich mal verbessern. Oder wollen wir vielleicht erst die andere verbessern? Schienpistole, wer macht mehr Schaden? Ach, Pfeil gleich viel, also ist egal. Ja, auch hier fehlt uns wieder Schraube. Also Schrauben braucht man viel, das heißt, nach Schrauben T für... So, Schraube, weil Schrauben brauchen wir für alles. Das heißt, Schraube markieren wir schon mal. Können wir gar nichts ohne Schraube herstellen, Standardmagazin. Hier können wir es hinpacken und zwar... Ach so, ja, da haben wir das Leuchtbisschen, können Standard machen, das wollen wir nicht. Großes Bajonett. Nee, danke, das macht es nur schwerer und ist so sinnlos. Gut, wir brauchen also Schrauben, wichtig. Was trinken? Dann merke ich mir jetzt zum Beispiel, wo Schrauben drin sind und werde dann einfach in Zukunft halt viele Schrauben mit einsammeln und jetzt generell wieder mehr Schrott mitnehmen, weil ich ja merke, das braucht man. Ja, wir können ja eh erstmal nichts machen ohne Schrauben. So, wo gibt's denn jetzt hier Schrauben? 87 entfernt. Heißt das jetzt, dass es da die Schrauben gibt, oder? Steht es dann immer da, wo es die Schrauben gibt? Ich bin verwirrt. Leider sind die noch nicht wieder da. Dann wird's auch schon wieder dunkel, verdammt. Da drüben habe ich Licht gesehen. Also auf jeden Fall scheint es hier ziemlich voll zu sein mit Raider, diese Stadt. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Stadt. Kommt man hier noch irgendwo anders runter? Also über die Feuertreppe. Haben die echt alle die Feuertreppe genutzt? Also, wie ist man denn früher hier reingekommen? Auf diese Ebene? Wo ist denn hier das Treppenhaus? Ich bin verwirrt. Hä? Die wollen mir doch nicht erzählen, dass man hier nur über die Feuerleiter reinkam. Ach hier. Oh mein Gott, bin ich blind. Ach so, okay, natürlich. Komplett zugeschüttet. Ganz einen weiten Weg wieder runter. Wenn ich das Licht anlasse, sehen die mich natürlich leichter, aber es wird halt schon wieder dunkel. Was soll ich machen? Ach, Spike ist natürlich schon nach unten teleportiert. Also, ja, das ist halt einfach geil. Jetzt mache ich es mal aus. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich jetzt wirklich alle Orte hier erkunden will in der Dunkelheit. Bei den Gegnern, die hier überall auf mich anscheinend lauern. Ich werde mal leise machen. Und speichern, wichtig. Fuck, ich hab's geahnt. Aber man merkt jetzt auf jeden Fall schon, dass die Pistole mehr Schaden macht. Trotzdem werde ich jetzt mal auf das hier wechseln. Was, denke ich, eine gute Idee war. Oh, da ist die Munition aber auch gleich alle.
Klebeband auch immer wichtig. Wir haben jetzt einfach in Zukunft Gegenstände anschauen, wo ich denke, da könnte. Was? Was jetzt, lebt er jetzt noch? Ne. Wo ich denke, da könnte vielleicht eine Schraube drin sein. Du wirst langsam paranoid. Da ist nichts. Ist da? Sinnlos. Doch noch ein Ghoul am Leben gewesen. Ich hoffe mal, dass die Raider jetzt nicht nach oben kommen. Wo ist der kleine Wichser hin? Jedenfalls klingt ziemlich nah, aber kommt irgendwie von da, würde ich sagen. Durch die Wand durch. Sehen von ihm. Oh, fuck, fuck, fuck. Da war doch schon wieder so ein fetter Botzen, ey. Botzen? Batzen. Oh. Ja, mal gucken. Nee, es wird auch kein dicker Batzen. Oder der läuft noch da. Oh, der läuft noch da. Autsch, oh. Was hat der geschossen, bitteschön? Das war schon wieder super krass. Und dann kommt noch da Ghouls. Ich glaube, ich ziehe mich aus der Stadt erstmal zurück. Die ist mir echt zu krass gerade. Also das wird zu aufwendig. Gerade im Dunkeln, also tagsüber okay. Aber gerade im Dunkeln finde ich es doch etwas zu krass. Also ich glaube, ich ziehe mich erstmal zurück und werde die Stadt hinter mir lassen. Oh fuck. Ja, die Waffe macht jetzt schon deutlich mehr Spaß. Ach, kann es sein, dass die Ghouls nachts vor allem rauskommen? Weil... Wir waren doch vorher noch nicht da, oder? Oh nein, der Motorrad. Plus zwei Rad, ja, langsam wird's Sommerzeit. Ach, da ist Spike, da hat er gekämpft die ganze Zeit. Sorry, dass ich da nicht geholfen habe, aber ich wusste nicht, dass du da bist. Impro-Automatikpistole. Ach, da sind ja bestimmt, ach, die kann man doch bestimmt auch auseinandernehmen, da sind dann Schrauben drin oder so. Denke ich. Impro-Automatikpistole. Ist das die, die ich gerade eingesammelt habe? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Aber die ist doch nicht besser. Warum war denn da ein Plus dran? Also, die ist doch nicht stärker als meine. Feuerrad ist besser als Gewicht, aber... Ist ja immer irgendwas besser. Aber die Schaden ist da eigentlich wichtig. Naja. Jetzt haben wir zumindest wieder ein bisschen was an Platz. Und wir speichern nochmal, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Hier müssen wir nochmal ein bisschen, hier müssen wir morgen nochmal ein bisschen aufräumen, weil bei den ganzen Leichen gibt es noch coole Sachen und dann will ich mich aber eigentlich zurückziehen aus der Stadt, weil wenn hier noch mehr solche großen Gestalten rumlaufen, dann wird mir das einfach zu krass, vor allem nachts. Also dann, Daumen nach oben, wir würden euch loben, bis morgen, euer Paxis.